ja, war ein etwas seltsames Gefühl, aber wir haben es ja alle miterlebt, leider die 2 Jahre Pandemie und Zwangspause. Und damit war also 2019 nach Amtsantritt die erste Wiesn und heuer eben 2022 im 4. Jahr die 2. Wiesn. Ja, weder noch. Also man muss sie nicht erinnern, aber Schlange stehen tun es auch nicht. Man merkt schon die Fragezeichen, wo da sind. Das erste Wochenende war gemischt und jetzt hoffen wir auf die nächsten 10 Tage noch, dass die Teilnahme etwas mehr wird. 2019 waren es ja knapp 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn wir heuer so 2.800 bis 3.000 schaffen, dann wäre das toll. Ja, also die Anmeldung läuft ja über unsere Geschäftsstelle. Je mehr Teilnehmer sind, desto wichtiger ist die Anmeldung. Dann kann man also die Einlagen, was geschossen wird, schon vorbereiten durch unsere Geschäftsstelle, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Und dann wird auch ein Tisch reserviert oder 2 Tische, je nachdem, wie viel der Verein benötigt. Dann kann also der Verein das Oktoberfest Landesschießen bestreiten, die Luftgewehre, Luftpistole zur Waffenaufbewahrung geben und dann rübergehen ins Zelt und hier noch etwas feiern und Spaß haben. Und dann fahren die natürlich alle wieder gemütlich nach Hause. Genau, wir haben also seit ein paar Jahren versuchen wir hier das immaterielle Kulturerbe zu integrieren und heuer ist es also dann passiert. Das Ganze hat jetzt knapp 4 Jahre gedauert und heuer im März durch Ministerratsbeschluss wurde also das Oktoberfest Landesschießen und das Oktoberfest Armbrust Landesschießen immaterielles Kulturerbe der UNESCO und da sind wir also richtig stolz drauf. Ja, also da waren Gott sei Dank heuer einige dabei. Wir haben also die angefangen von der Bayerischen Meisterschaft normal absolvieren können auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück, die übrigens heuer ja auch Jubiläum feiert, 50 Jahre Olympia und somit 50 Jahre Olympiaschießanlage. Wir hatten die Deutsche Meisterschaft unter normalen Umständen, wir hatten den Paraweltcup, wir hatten die Meisterschaften im Bogen, wir hatten die Meisterschaften in Sommerbiathlon ganz normal und wir hatten die Europameisterschaft Bogen im Freien hier in München. Die Vorkämpfe wurden also auf der Olympiaschießanlage durchgeführt und das Highlight, das finale Wochenende, Samstag und Sonntag hier auf der Theresienwiese mit Blick auf die Bavaria, waren also die beiden Finaltage und die Deutschen waren also sehr, sehr gut dabei. Also da muss man jetzt unterscheiden natürlich hier auf der Wiesn selber. Die Vorgaben und die Vorschriften sind gleich geblieben. Wir haben 2 Zugänge mit den Waffenkontrollen, wo also die Taschen und die Luftgewehre, Luftpistole, Aufbewahrung kontrolliert werden. Generell ist natürlich das Waffenrecht ein Dauerbrenner, wo wir 2019 einen Kompromiss erzielt haben. Sowohl der Bayerische als auch der Deutsche Schützenbund lehnen also eine weitere Verschärfung strikt ab und man muss sehen, ob wieder Diskussionen losgetreten werden. Bisher war es noch Zielwasser, ich habe aber fest vor mit der Luftpistole, wo ich auch schieße, neben Luftgewehr, sofern es die Zeit mal zulässt, mit der Luftpistole hier Zeit zu nehmen. Und ich kann es nur allen empfehlen, hier herzukommen, ins schöne Schützenfestzelt am Oktoberfest Landesschießen teilzunehmen und anschließend rüberzugehen, eine schöne Mast zu trinken, ein gutes halbes Händel zu essen und eine schöne Zeit hier zu verbringen. Alles Gute, bleibt gesund.